Spaß, auf jeden Fall, aber man muss auch Respekt davor bewahren. Truppenübungsplatz Munster in der Lüneburger Heide. Einmal im Jahr zeigt das deutsche Heer hier auf einer Lehr- und Informationsübung, welche Waffensysteme es im Arsenal hat. Der Leopard ist dabei der Platzhirsch. Der Kampfpanzer ist auch aus der modernen Kriegsführung nicht hinwegzudenken, denn er verbindet Schutz, Feuer und Bewegung. Und diese drei Elemente sind auch in der modernen Kriegsführung und auch in der modernen Operationsführung unverzichtbare Anteile für die Gefechtsführung und auch für den Schutz der Besatzung. Auch wenn moderne Panzer wie der deutsche Leopard über schlagkräftige und treffsichere Kanonen verfügen, kommen sie auf dem Gefechtsfeld nicht allein zum Einsatz. Sie sind Teil einer größeren Einheit, bei der das Zusammenspiel perfekt klappen muss. So ist der Flugabwehrpanzer Gepard, ebenfalls ein Panzer auf Leopard-Basis, für die Luftverteidigung verantwortlich. Durchschlagskraft heißt Durchsetzungsfähigkeit, heißt Abschreckungsfähigkeit, heißt Beweglichkeit, heißt einzeln oder aber in taktischen Einheiten, taktischen Teileinheiten, das Operieren im Verband. Das alles ist Durchschlagskraft oder Durchsetzungsfähigkeit. Die ist auch in modernen Einsatzszenarien gefragt wie eh und je. Wo der neueste Leopard, der 2A6M, auf dem Gefechtsfeld auftaucht, ist der Abschreckungseffekt beim Gegner groß. Der 60-Tonnen-Koloss ist vollgestopft mit modernster Elektronik und einer präzisen Waffenanlage, die weltweit ihresgleichen sucht. Der Kampfpanzer schießt in jedem Gelände, egal wie ich mich bewege und wie sich das Ziel bewegt, mit einem Haltepunkt Zielmitte, sodass es dem Richtschützen hier extrem erleichtert wird und der Rechner fast alle Aufgaben übernimmt, um ballistische Einflüsse auszugleichen und so mit dem ersten Schuss zu treffen. Der Kampfpanzer wirft sich an der Front dem Feind entgegen und sorgt für Geländegewinne. Dahinter können Unterstützungskräfte anschließend Material und Personal ins Kampfgebiet transportieren und Panzerhaubitzen Stellung beziehen. Die geben den vorrückenden Leoparden mit ihren 155 mm Geschossen, wenn nötig, weitreichenden Artillerieschutz. Also im Vorfeld an der Front sind eingesetzt die Beobachter. Die Beobachter klären das Ziel auf und fordern dementsprechend über uns das Nebel-, Leucht- oder die Sprenggeschosse an. Und wir stehen im Hinterfeld mit 30 Kilometern zurzeit maximale Schussentfernung, die auch erhöht werden kann, stehen wir dahinter und geben das Feuer nach vorn. Dort sind die Kampfpanzer nie ganz alleine unterwegs. Denn auch wenn die Leoparden furchteinflößende Stahlungetüme sind, so haben sie doch einen ganz entscheidenden Nachteil. Die Besatzungen können aus dem Panzer Luftziele nur schwer ausmachen und auch kleinere, gut versteckte Trupps können sie nur schwer entdecken und bekämpfen. Dafür brauchen die Panzereinheiten die Grenadiere mit ihrem Schützenpanzer Marder. Also im Kollektiv ist er stärker, weil er klar durch die ganzen Unterstützungskräfte bzw. die Teile des Heeres noch, die weiter mit uns angreifen, zum Beispiel Grenadiere im Gelände, wo wir nicht unsere Reichweite nicht einsetzen können. Das heißt, bebautes Gelände, stark bewachsenes Gelände, dort sind die Grenadiere vorteilhaft, da sie abgesessen kämpfen können und dort besser eingesetzt sind als wir mit unserem Kampfpanzer.
Gewässer bis zu 4 Meter Tiefe und selbst stabile Hindernisse von bis zu 1,10 Meter kann der Leopard dank seiner ausgereiften Technik mühelos überwinden. Ja, für die Beweglichkeit sorgt sein 1500 PS starkes Triebwerk hinten im hinteren Teil des Kampfpanzers. Und durch die 1500 PS kommen wir relativ zügig voran im Gelände. Bei optimalen Bedingungen kann der 12-Zylinder-Dieselmotor mit Turbolader den Leopard bis auf 72 km pro Stunde beschleunigen. Selbst im Rückwärtsgang schafft er noch rund 30 Stundenkilometer. Dabei ist seine Kanone auch in schwierigem Gelände präzise wie ein Scharfschütze. Ja, ihre hohe Stabilität, die extrem geringe Streuung in Zusammenarbeit mit dem Feuerleitrechner, also einem Computer, und dadurch natürlich seine extrem hohe Treffsicherheit. Ziel ist es, mit dem ersten Schuss zu treffen. Künftig wird die Bundeswehr noch über 225 Kampfpanzer Leopard 2 verfügen. Es waren einmal 2125. Entwickelt, um Gegner zu vernichten. Er ist ein Panzer mit hoher, ausgereifter Technik. Man kann es eben sehen als Spielzeug für erwachsene Männer. Mit der Einschränkung aber, dass es eben eine Waffe ist und dass sie auch nur eingesetzt wird, beim Worst Case eben. Diesen gibt es für deutsche Soldaten bei internationalen Einsätzen seit 1990 immer häufiger. So wie aktuell in Afghanistan. Dennoch hat die Bundeswehr erst ein einziges Mal ihre Kampfpanzer bei einer Auslandsmission eingesetzt. 1999 im Kosovo. Denn während Soldaten die Abschreckungsfähigkeit der Kampfkolosse schätzen, sind sie für viele Politiker ein allzu aggressives Mittel in einem Friedens- oder Stabilisierungseinsatz. Rückblende. 1965 gab der Leopard 1 sein Debüt bei der Bundeswehr. Die Entwicklung des ersten deutschen Kampfpanzers nach dem Zweiten Weltkrieg hatte bereits Mitte der 50er Jahre begonnen. Die neu aufgestellte Bundeswehr suchte nach einem hochmobilen, mit 30 Tonnen Gesamtgewicht relativ leichten Panzer. Es war folgerichtig, dass man einen modernen, zeitgemäßen Panzer entwickelte, auch um deutsches Know-how und deutsche Industriefertigung zu nutzen. Die Erstausstattung der Bundeswehr waren ja amerikanische Modelle M47 und M48. Das war praktisch Stand Koreakrieg, 50er Jahre. Diese waren nicht mehr zeitgemäß, was alle Parameter betrifft, was den Schutz betrifft, was die 90mm Kanone, die sie ja nur hatten, betraf und auch die unzureichende Beweglichkeit, sodass man folgerichtig zu diesem Leopard 1 Konzept kam. Die Panzerung und die Feuerkraft der Eigenentwicklung waren für die Militärs zweitrangig. Das Ziel war es, nicht getroffen zu werden, da die damalige Panzerungstechnologie noch keinen wirksamen Schutz gegen Hohlladungsgeschosse kannte. Wer getroffen wurde, hatte deshalb schlechte Überlebenschancen. Ja, der Leopard 1 war ganz sicher ein positiver Wiedereinstieg in den deutschen Panzerbau. Entwickelt in den 50er, später dann gebaut in den 60er und 70er Jahren, war in der damaligen Zeit, und man muss es immer in die jeweilige Zeit versetzen, ganz sicher ein erfolgreicher, ein leistungsfähiger Panzer. Der Turm des Leopard 1 war aus bis zu 6 cm dickem Gussstahl gefertigt. Die Wanne bestand aus geschweißtem Panzerstahl. Vorne war der Schutz mit 7 cm dickem Stahl am größten. Ein Highlight war das drehstabgefederte Laufwerk, das dem Panzer seine enorme Beweglichkeit verlieh. Wir haben im Innern des Laufwerks sogenannte Drehstäbe, die in sich gewunden sind und somit die Federung darstellen für den Panzer.
Wir haben dann erkennbar die Schwingarme zwischen den Laufrollen, sodass dann auch bei schwerem Gelände eine sehr gute Fahrleistung erzielt werden kann. Als Hauptbewaffnung besaß der Leopard 1 eine 105 mm Kanone. Als Sekundärwaffen dienten zwei Maschinengewehre. Im Turm befanden sich die extrem wichtigen Komponenten für die Feuerleit- und Zielausrüstung. Dazu gehörten der Entfernungsmesser, das Zielfernrohr und das Rundblickperiskop. Komplettiert wurde das System Leopard 1 durch eine Nebelmittelwurfanlage, um sich bei Gefahr der Sicht des Gegners entziehen zu können. Revolutionär am Leopard 1 für die damalige Zeit war, dass er erstmalig eine Hochleistungskanone auf einem hochbeweglichen Fahrgestell hatte und ein Bedienkonzept, das besser war als in den bisherigen Fahrzeugen, wo also nach ergonomischen Gesichtspunkten die Besatzung weitgehend ermüdungsfrei agieren konnte. Die Bundeswehr entschied sich schon bei der Einführung 1965 dafür, 1500 Leopard 1 zu beschaffen. Am Ende wurden es sogar 2437. Diese wurden im Laufe der Jahre ständig optimiert, um sie schlagkräftig zu halten. In der Präzision und vor allen Dingen in der Kombination immense Feuerkraft, hervorragender Panzerschutz und natürlich die Beweglichkeit des Fahrzeuges. Das ist einfach ein Quantensprung gewesen. Dies galt auch für die Aufklärungstechnik, die ständig verbessert wurde. Schnell waren die Weißlicht-Such- und Zielscheinwerfer der Ursprungsversion veraltet. Mit modernen Restlichtverstärkern tricksten die Ingenieure die Dunkelheit aus und sorgten für einen effektiven Nachteinsatz. Das ist keine Einschränkung, weder am Tag noch in der Nacht, denn er ist ausgestattet mit einem Nachtsichtgerät. Der Leopard 1 basierte auf einem Porsche-Modell, welches bereits im Zweiten Weltkrieg konzipiert worden war. Schon damals hatte man erkannt, wie wichtig hohe Mobilität gepaart mit Schutz ist. Nun, naturgemäß eben. Diesen gibt es für deutsche Soldaten bei internationalen Einsätzen seit 1990 immer häufiger. So wie aktuell in Afghanistan. Dennoch hat die Bundeswehr erst ein einziges Mal ihre Kampfpanzer bei einer Auslandsmission eingesetzt. 1999 im Kosovo. Denn während Soldaten die Abschreckungsfähigkeit der Kampfkolosse schätzen, sind sie für viele Politiker ein allzu aggressives Mittel in einem Friedens- oder Stabilisierungseinsatz. Rückblende. 1965 gab der Leopard 1 sein Debüt bei der Bundeswehr. Die Entwicklung des ersten deutschen Kampfpanzers nach dem Zweiten Weltkrieg hatte bereits Mitte der 50er Jahre begonnen. Die neu aufgestellte Bundeswehr suchte nach einem hochmobilen, mit 30 Tonnen Gesamtgewicht relativ leichten Panzer. Es war folgerichtig, dass man einen modernen, zeitgemäßen Panzer entwickelte, auch um deutsches Know-how und deutsche Industriefertigung zu nutzen. Die Erstausstattung der Bundeswehr waren ja amerikanische Modelle M47 und M48. Das war praktisch Stand Koreakrieg 50er Jahre. Diese waren nicht mehr zeitgemäß, was alle Parameter betrifft, was den Schutz betrifft, was die 90 mm Kanone, die sie ja nur hatten, betraf und auch die unzureichende Beweglichkeit, sodass man folgerichtig zu diesem Leopard 1 Konzept kam. Die Panzerung und die Feuerkraft der Eigenentwicklung waren für die Militärs zweitrangig. Das Ziel war es, nicht getroffen zu werden, da die damalige Panzerungstechnologie noch keinen wirksamen Schutz gegen Hohlladungsgeschosse kannte. Wer getroffen wurde, hatte deshalb schlechte Überlebenschancen. Ja, der Leopard 1 war ganz sicher ein positiver Wiedereinstieg in den deutschen Panzerbau, entwickelt in den 50er, später dann gebaut in den 60er und 70er Jahren,
war in der damaligen Zeit, und man muss es immer in die jeweilige Zeit versetzen, ganz sicher ein erfolgreicher, ein leistungsfähiger Panzer. Der Turm des Leopard 1 war aus bis zu 6 cm dickem Gussstahl gefertigt. Die Wanne bestand aus geschweißtem Panzerstahl. Vorne war der Schutz mit 7 cm dickem Stahl am größten. Ein Highlight war das drehstabgefederte Laufwerk, das dem Panzer seine enorme Beweglichkeit verlieh. Wir haben im Innern des Laufwerks sogenannte Drehstäbe, die in sich gewunden sind und somit und Panzerhaubitzen Stellung beziehen. Die geben den vorrückenden Leoparden mit ihren 155 mm Geschossen, wenn nötig, weitreichenden Artillerieschutz. Also im Vorfeld an der Front sind eingesetzt die Beobachter. Die Beobachter klären das Ziel auf und fordern dementsprechend über uns das Nebel-, Leucht- oder die Sprenggeschosse an. Und wir stehen im Hinterfeld mit 30 Kilometern zurzeit maximale Schussentfernung, die auch erhöht werden kann, stehen wir dahinter und geben das Feuer nach vorn. Dort sind die Kampfpanzer nie ganz alleine unterwegs. Denn auch wenn die Leoparden furchteinflößende Stahlungetüme sind, so haben sie doch einen ganz entscheidenden Nachteil. Die Besatzungen können aus dem Panzer Luftziele nur schwer ausmachen und auch kleinere, gut versteckte Trupps können sie nur schwer entdecken und bekämpfen. Dafür brauchen die Panzereinheiten die Grenadiere mit ihrem Schützenpanzer Marder. Also im Kollektiv ist er stärker, weil er klar durch die ganzen Unterstützungskräfte bzw. die Teile des Heeres noch, die weiter mit uns angreifen, zum Beispiel Grenadiere im Gelände, wo wir nicht unsere Reichweite nicht einsetzen können. Das heißt, bebautes Gelände, stark bewachsenes Gelände, dort sind die Grenadiere vorteilhaft, da sie abgesessen kämpfen können und dort besser eingesetzt sind als wir mit unserem Kampfpanzer. Gewässer bis zu 4 Meter Tiefe und selbst stabile Hindernisse von bis zu 1,10 Meter kann der Leopard dank seiner ausgereiften Technik mühelos überwinden. Ja, für die Beweglichkeit sorgt sein 1500 PS starkes Triebwerk hinten im hinteren Teil des Kampfpanzers. Und durch die 1500 PS kommen wir relativ zügig voran im Gelände. Bei optimalen Bedingungen kann der 12-Zylinder-Dieselmotor mit Turbolader den Leopard bis auf 72 km pro Stunde beschleunigen. Selbst im Rückwärtsgang schafft er noch rund 30 Stundenkilometer. Dabei ist seine Kanone auch in schwierigem Gelände präzise wie ein Scharfschütze. Ja, ihre hohe Stabilität, die extrem geringe Streuung in Zusammenarbeit mit dem Feuerleitrechner, also einem Computer, und dadurch natürlich seine extrem hohe Treffsicherheit. Ziel ist es mit dem ersten Schuss. Anteile für die Gefechtsführung und auch für den Schutz der Besatzung. Auch wenn moderne Panzer wie der deutsche Leopard über schlagkräftige und treffsichere Kanonen verfügen, kommen sie auf dem Gefechtsfeld nicht allein zum Einsatz. Sie sind Teil einer größeren Einheit, bei der das Zusammenspiel perfekt klappen muss. So ist der Flugabwehrpanzer Gepard, ebenfalls ein Panzer auf Leopard-Basis, für die Luftverteidigung verantwortlich. Durchschlagskraft heißt Durchsetzungsfähigkeit, heißt Abschreckungsfähigkeit, heißt Beweglichkeit, heißt einzeln oder aber in taktischen Einheiten, taktischen Teileinheiten, das Operieren im Verband. Das alles ist Durchschlagskraft oder Durchsetzungsfähigkeit.
Die ist auch in modernen Einsatzszenarien gefragt wie eh und je. Wo der neueste Leopard, der 2A6M, auf dem Gefechtsfeld auftaucht, ist der Abschreckungseffekt beim Gegner groß. Der 60-Tonnen-Koloss ist vollgestopft mit modernster Elektronik und einer präzisen Waffenanlage, die weltweit ihresgleichen sucht. Der Kampfpanzer schießt in jedem Gelände, egal wie ich mich bewege und wie sich das Ziel bewegt, mit einem Haltepunkt Zielmitte, sodass es dem Richtschützen hier extrem erleichtert wird und der Rechner fast alle Aufgaben übernimmt, um ballistische Einflüsse auszugleichen und so mit dem ersten Schuss zu treffen. Der Kampfpanzer wirft sich an der Front dem Feind entgegen und sorgt für Geländegewinne. Dahinter können Unterstützungskräfte anschließend Material und Personal ins Kampfgebiet transportieren und Panzerhaubitzen Stellung beziehen. Die geben den vorrückenden Leoparden mit ihren 155 mm Geschossen, wenn nötig, weitreichenden Artillerieschutz. Also im Vorfeld an der Front sind eingesetzt die Beobachter. Die Beobachter klären das Ziel auf und fordern dementsprechend über uns das Nebel, Leucht oder die Sprenggeschosse an. Und wir stehen im Hinterfeld mit 30 Kilometern zurzeit maximale Schussentfernung, die auch erhöht werden kann, stehen wir dahinter und geben.